Ja, ich denke, so kann man es erstmal lassen. Wo so richtig toll ist das nicht. Uch. Das sollte ich vielleicht nicht tun. Ja, so ist das besser. Gut, mit den Lagerraum einrichten, das überlegen wir uns dann noch. Hier würde ich ganz gerne einen wegnehmen. Da ist so eine blöde Ecke drin, ja. Okay. Das müssen wir auch noch ausbessern. Und das hier auch. Jetzt haben wir hier aber Boden und Decke gleich, Wand, Wände und so weiter gleich. Das finde ich nicht schön. Da machen wir auch Pflasterstein hin. So. So. Hier muss dann ja irgendwo noch die Treppe nach oben auch gehen. Die können wir eigentlich dann von hier irgendwie anfangen. Und jetzt will ich mal eben kurz was probieren. Ja, doch, wir können hier aber eins weiter reingehen. Wir haben ja gar nichts unter. So, damit wir hier mehr Platz bekommen, da haben wir den Schalter unter. Macht nichts, da tauschen wir einfach aus. So. So. Das versetzen wir dann natürlich auch noch alles. Jetzt mal eben kurz oben gucken. Okay. Ah, hier ist das Ding, ja. Gut, wir müssen hier sowieso noch eine Decke reinziehen. Das kann ich noch wegmachen. Gut. Oh nö, kein Regen. Regen ist doch doof. So. Warum mache ich das jetzt eigentlich? Kann mir das jemand erzählen? Ich muss doch hier Pflastersteine nehmen. Als Decke wird Pflasterstein genommen. So. Huch. Jetzt mal gleich gucken, ob das überhaupt als Boden reicht, das gar nicht wirklich aus für die Schweine. Müssen wir das eventuell hier noch ein bisschen höher ziehen? Jetzt machen wir das hier erstmal fertig. Weil ich wollte jetzt unten auch nicht eine ewig hohe Decke machen. So. Okay. Kuh geht da mal weg. Wie machen wir das denn jetzt hier am besten? Wir brauchen hier auf jeden Fall eine Fütterluke. Also so ein, ja, irgendwie was, wo wir durchfüttern können. Jetzt könnte man Glasscheiben aber auch nehmen. Kann man die vielleicht ein bisschen besser sehen auch. Und hier Glasscheiben lang macht. Also die Reihe hier. Huch. Das war dann schon die Wand. Wo bist du da? So, dann nehmen wir das nämlich hier weg. Dann haben wir hier schöne Scheiben. Und hier haben wir unsere Fütterluke. Da könnte man eigentlich zur Absicherung von innen noch einen Zaun machen, aber das ist Schwachsinn, weil bei zwei hoch kommen sie eh nicht durch.
Das sieht irgendwie blöd aus. Okay. Dann haben wir das schon mal. Machen wir hier zu. Machen wir hier so zu. Können wir hier nämlich auch noch Fenster reinmachen. Ups, da muss auch noch das hin. Und da muss wieder das hin. Gott, dieser Regen nervt. Da muss ich jetzt gleich erstmal gucken, wie wir da Fenster reinmachen. Das hier können wir dann genauso machen wie drüben. Denn hier brauchen wir noch eine Tür. So, dann müssen wir irgendwie mit der Treppe nach oben. Und zwar am besten so, dass wir uns mit der Tür da nicht ins Gehege kommen. Muss ich jetzt gleich mal gucken. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt gleich erstmal einen Testlauf. Haben wir oben noch genug Schweine? Ja, das sollte reichen. Dann gehen wir nach unten und machen mal eben einen Testlauf und gucken mal, wie das Ganze funktioniert. Au, da hat sich aber ein Schwein die Knochen gebrochen. Ja, das tut ganz schön weh, darunter zu fallen. So, jetzt machen wir da wieder aus. Und es funktioniert einwandfrei. Das ist so richtig gut. Wunderbar. Ist da jetzt noch irgendwas in der Falle? Ja, da ist noch was. Aber es funktioniert doch, das ist doch schön. Super. So, dann... okay, das war ein Schwein. Jetzt bin ich gerade überlegen, wie wir hier die... Machen wir die daran, ne? Das ist, glaube ich, das Beste. So, hier machen wir jetzt auch erstmal so provisorisch ein bisschen Licht. So. Ach, das war das, was bleiben muss, ne? Ich. Oder? Wegmachen. Ja, das muss bleiben. Okay, das ist ja in Ordnung. So, jetzt mal gucken mit der Treppe. Das wäre schön. Ja, das geht. Wenn man die hier eben anfangen könnte. Obwohl, das geht gar nicht richtig. Man könnte die von hier hochlaufen lassen. Das kann man machen. Das würde ich sagen, das machen wir so. Das ist einfach, da brauchen wir kein Zickzack machen. So. Es wird nur ganz schön gefährlich, so hier so ohne Wand. Da müssen wir gleich noch eine Wand hinmachen. So, und schon ist man oben. Das ist doch okay. Machen wir hier eine Wand hin, ne? Ja, würde ich sagen. Eine Pflastersteinwand? Hier machen wir dann sowas hin. Ja. Nee, doch. Okay, dann würde ich hier aber das einmal bis hierher ziehen. So. So. So, dann kann das nämlich weg. Und dann können da nochmal welche hin. Achso, das sind Stufen, ne? Das geht ja wieder gar nicht so richtig.
Dann nehmen wir da noch was weg. Dann sieht das auch wieder gleich aus. So. Obwohl... Nee, das sieht dann nicht gleich aus. Müssten wir es so machen. So ein bisschen einheitlicher wird hier. Und dann nehmen wir hier auch noch weg. Und dann passt es wieder. Dann brauchen wir da noch irgendwo Lampen. Die machen wir daran. Ja. Dann wäre das auf jeden Fall schon mal geschafft. Dann kann man hier nochmal eine Lampe ranmachen und dann nochmal. So, Zugang nach oben haben wir jetzt auch. Da müssen wir jetzt nur noch gucken, wie wir das hier machen. Weil die Schweine kommen da ja durch. Das funktioniert mit den Schweinen ja nicht so wie bei den Schafen. Kühe. Geh mal weg da. Geh doch mal weg da. Deswegen machen wir da jetzt einfach Zaun hin. Und dann kommen die da auch nicht mehr drüber. So. Und hier müssen wir auf jeden Fall noch eins höher mit dem Boden. Das ist eins zu niedrig. So. Mann, dieser Regen könnte echt mal aufhören, der nervt. So machen. Ja. Ja, so kann man das doch machen. Da müssen wir hier noch Stufen hinmachen. Und dann war es das auch schon. Hier müsste dann noch eins höher. Muss ja sowieso. Jetzt muss ich mir gerade mal ausgucken, was wir denn als Dach nehmen. Sandstein oder... Nee, Stein fände ich jetzt blöd. Das ist eine... Ziegel. Finde ich eigentlich für ein Schlachthaus fast zu edel. Ein Rot passt doch, oder? Rot wie... rosa Schweinchen. Sagen, machen wir das. Nehmen wir das und ziehen da so ein Halbstufendach einmal umzu. Ich denke, das passt am besten. Jetzt nur gucken, ob das da mit dem Glas passt. Ja, das sollte hinhauen. Gut. Na. So, jetzt gucken wir nochmal, ob das mit dem Glas dann auch hinhaut. Glas, da. Wir brauchen dann ja eh noch, da noch die Steinabdeckung dann oben drauf. Ach so, nee, das Glas muss ja eins höher. Ach, ich bin wieder Mrs. Schlaumeier. Ja, da müssen wir gleich nochmal gucken, wie das dann hinhaut und passt. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. Okay, das machen wir gleich. Das ändern wir dann gleich.